Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge 115 von Aborion. Ja, wir laden gerade das Spiel. Wir haben in meiner 1 letzte Runde unterwegs gehabt, der angegriffen wurde und dann nachher auch noch unsere Station. Und in dieser Folge müssen wir halt gucken, dass wir das in den Griff bekommen. Und das würde ich sagen, machen wir alles gleich nach dem Intro, wenn hier der Ladebildschirm weg ist, ne? Alles klar, bis gleich. So, jetzt sind wir wieder drinne und dein Schiff Spritquelle wird angegriffen. Da müssen wir uns jetzt definitiv drum kümmern. Ja, ich muss mal gerade hier gucken. Karte, Spritquelle oder wir können, ja, hat ja gut geklappt. Ja, das war nix. Kriegen wir so hier noch die Spritquelle? Ich will es hoffen, weil da müssen wir draufklicken, dann kommen wir da ja auch hin. So, jetzt müssen wir hier mal gerade den Sektor wechseln. Und mal reingucken, was da passiert oder auch nicht, ne? Bin ich gespannt, was wir da sehen. Ob wir überhaupt was an der Station haben, weiß ich nicht. Aber vielleicht können wir das rausfinden. Ladebildschirm. Ich möchte jetzt mal langsam vorbeigehen. Hallo? Ist da so mächtig Trouble in dem Sektor, dass... Okay, die sind alle drei da mächtig dran am Kämpfen, ne? Major Tom, bitte kommen, okay? Ich schätze mal, wir haben da überhaupt nichts an Verteidigung dran an der Station, ne? Ja, das würde bedeuten, wir betreten die mal einfach, die Station. Und gehen in den Baumodus. Und gucken mal zu, ob wir da was anbauen können, ne? Okay, wir haben nicht genug Slots für bewaffnete Geschütztürme. Dann müssen wir mal gerade gucken. Haben wir denn ein System hier? Wo ist denn so eine Kanone da? Drei beliebige Schütztürme. Packen wir doch da erstmal rein, ne? So, jetzt die Waffen. Schutzkontrollsystem. So, das ist diese Seite. Haben wir auf der anderen Seite auch eine Möglichkeit? Nicht wirklich. Aber vielleicht kann man es auch so dahin machen. Weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Nee, da müssen wir was hinbauen. Ist aber auch kein Ding. Das kriegen wir gerade auch noch hin. Oh, können wir hier einen Frachtraum bauen, oder? Ja, machen wir mal größer. Ja, du kannst nicht bauen, wenn wir in der Nähe sind. Okay, alles klar, dann geht das nicht. Dann würde ich sagen, machen wir hier auf jeden Fall noch einen Tesla-Geschützturm hin. Allerdings fehlen uns jetzt hier Engineers und sowas, denke ich mal. So, wehrt die sich denn erstmal die Station? Das ist die Frage, ne? Kann ich da auch was sehen? Okay, die sind natürlich geschickt, weil sie auf der Seite dann sind. Den könnte man aber vielleicht treffen, ne? Vielleicht haben wir jetzt gerade keine Automatikwaffen eingebaut, das wäre vielleicht sinnig machen, ne? Die brauchen wir hier definitiv, ne? Batterie ausladen, Schaden, weniger Energie.
Ich glaube, die können wir mal gerade alle. Das war verkehrt. Wir müssen jetzt gucken, dass wir Waffen kriegen, die automatisch schießen, ne? Weil das. Wo war die letzte? Ach, da oben. So, jetzt noch mal schauen. Gibt es ein Symbol da dran? Ich glaube nicht, ne? Slot-Typ, unbewaffnete Bergleute 2. Okay, das ist ein Doppelgravitationsgeschützturm. Zerlegt Stein in Erze, okay. Bergbau also. Überhitzt, Schaden, Kanoniere 3. Schaden an Schilden, Batterieaufladung, Schaden. Schaden Reichweite, Kanoniere. Batterieaufladung. Überhitzt. Viertelstein war überhaupt zu Ressourcen. Warte, ist das hier dieses End-Up-Targeting? Das ist ein Bergbauer, ne? Brauchen wir gar nicht weiter gucken auch. Bergbauer alles. Doppelbergbau. Gravitation, Batterie aufladen. Bergbau. Slot-Typ bewaffnet. Ich nehme den trotzdem nochmal. Ich weiß jetzt nicht, ob diese Einstellung, die da steht, das Entscheidende ist. Aber das werden wir rausfinden. Und jetzt haben wir hoffentlich. Ne, hier sind keine Leute. Aber hier sind Kanoniere da. Aber die schießen nicht, ne? Okay. Mach den nochmal weg. Mach den mal dahin. Es geht ja hier schon richtig los, ne? Das ist ja schon eine Lebenshaltung. Sie haben nicht genug Energie. Die haben schon was kaputt geschossen. Das ist das Schlimme. Das bedeutet, wir kommen hier nicht weiter mit dem Ding. Und deswegen brauchen wir jetzt einen Traveler, der ist das. Zu Traveler wechseln. Jetzt müssen wir gucken, dass wir da was hinkriegen, ne? Auf die Schnelle. So, wie sieht es hier aus mit dem Schiff? Da ist Waffenkraft drin. Das brauchen wir also nicht überlegen. Jetzt haben wir hier dooferweise diesen Riss im Plasma. Das ist hier unser Schiff, ne? Ja. Wo muss ich hin? Nach da unten. Aufladen. Aufgeladen. Und jetzt kommen wir hier nicht weiter, oder was? Ich glaube, ich muss bis dahin noch springen, ne? Oh, der kühlt ab, ey. Aber kühlt ziemlich schnell ab, wenn ich hier so fliege, oder wie sehe ich das?
Okay. Fahrtwind oder was im Weltraum? So, jetzt müssen wir hier zu unserer Station, ne? Ja. Koordinaten eingeben und ausrichten und fliegen wir dahin. Route ist berechnet. Und er lädt auf und wir kommen gleich an. Und dann wollen wir hoffen, dass wir da Bums machen können, ne? Das wäre jetzt wichtig. Und dann müssen wir unsere Station definitiv absichern, ne? Ist auch klar. Sprengt da? Tut sich was? Na komm schon. Bevor unsere Station kaputt ist, würde ich da gerne noch hinsprengen. So, auf geht's. Super Räuber. Okay. Schnell umdrehen. Okay, die Station hat jetzt noch nicht einen Schaden oder sowas, ne? Du kannst so viele Torpedos schicken, wie du willst. Jetzt bist du erstmal fällig. Schon kaputt, ne? So, jetzt haben wir Ruhe hier, oder? Was passiert mit unserem Schiff? Da ist ein Symbol dran, ne? Ah, es überhitzt die Waffe, alles klar. Gut, man sagt mal, ach so, das ist die Dingens. Baumodus, weil da sind wir ja gerade angekratzt worden. Da ist erstmal Ruhe hier. So, jetzt müssen wir aber in der Station noch reinschauen. Die Lady ist schon durch, alles klar. So, jetzt müssen wir hier bauen. Und zwar irgendwie was, was unsere Energie hier wieder hochbringt. Da war Trinium. Gibt es hier auch einen Schildgenerator? Ja, da sollte man drüber nachdenken, ne? Generator. Stellen wir erstmal hier einen. Nee. Oder den machen wir mal dahin. Weil hier fehlte uns ja. Ach so, reparieren können wir wahrscheinlich auch machen. So. Autopilot aktiv, Rücktaste Stopp. Erzeugte Energie. Ja, Energie haben wir jetzt genug erzeugt hier. Jetzt müssen wir hier gucken, dass wir das da oben hinkriegen, ne? Kanoniere fehlen, Ingenieure fehlen, Mechaniker fehlen. Strom ist jetzt nicht das Problem eigentlich. Kriege ich das runter? Würde ich diese
Energie jetzt hier mal hoch machen, aber das geht glaube ich nur durch Leute, ne? Okay. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Erstmal aus dem Baumodus raus hier. Wo steht unser Schiff? Warte, da unten. Komm hier mal. Doch, da komme ich hin. So, jetzt ein Schiff. F. Crew erneuern. Kanoniere machen wir auch noch ein paar. Das sind Piloten, ja. Vielleicht sollten wir ein paar Piloten nehmen, aber wenn, dann würde ich schon mal hier so 16 Piloten vorschlagen. Bergbauleute. Die brauchen wir noch nicht. So, anheuern. Kann ich die alle? Nee. Ich muss an der Station gedockt sein. Super, da habe ich auch nicht drüber nachgedacht. Hat die Station Dockingport? Wahrscheinlich nicht. Kaputt geschossen. Oder haben wir keinen dran gebaut? Könnte auch noch sein. Ah ne, doch, Dockingports sind schon da. Wir sind gedockt. Crew anheuern. Kaufen. Kaufen, kaufen, kaufen. So. T. Nee. F interagieren. Befehle. Ich würde gerne was austauschen. Wie geht das denn? Ha? Mich eskortieren, mich reparieren, diese Position bewahren, Asteroiden abbauen, Wracks verschrotten, alles reparieren, alle Feinde angreifen, Sektor patrouillieren. Nee, das war es nicht. Ah, da. Eine Etage tiefer war das. Okay. Das sind alles Ingenieure. Level 3, Level 2. Okay. Dann lass die mal schnell hier. Die 5 gehen darüber. Die haben wir nämlich gekauft. Kanoniere. Haben wir bestimmt auch gekauft, ne? Bergleute hat man nicht. Mechaniker. Haben wir eigentlich 5 gekauft. So, und hier haben wir die 16, ne? Die gehen da auf jeden Fall rüber. So, jetzt muss ich aber erstmal in die Station rein und gucken, dass wir hier, ne, hier weiterkommen. Wir haben jetzt noch 5 Leute da. Was sagt denn unsere Anzeige erstmal hier oben? Okay. Nicht genügend Mechaniker. Brauchen mehr Quartiere. Alles klar. Dann bauen wir mal schnell die Quartiere noch. Da haben wir schon was. Dann würde ich sagen, bauen wir noch hier die Quartiere. So, dann ist das erledigt. Quartiere stehen. Was haben wir jetzt noch? Die Mechaniker fehlen. Kommen wir da raus, gehen wir da wieder rein, gehen dorthin. Mechaniker haben wir jetzt voll. Okay. Jetzt haben wir hier noch
Fortschrittliche Burg, ganz drauf, den 17 hier von deinem Schiff entfernen. Okay, wir sind jetzt auf der Station und können jetzt hier reingehen und da reingehen. Wir haben das da hingebaut. Jetzt würde mich nur interessieren. Ich glaube, ich brauche auf dem Schiff hier einen Kapitän, damit das klappt. Ne? Könnte da sein. Piraten greifen den Sektor an. Sehr schön. Das ist ein Frachter, der hat hier Ware geholt. Sehr schön. Wo sind jetzt die Piraten? Da unten. Okay, das bedeutet, wir gehen wieder in unser Schiff. Und machen mal gerade mit den Piraten kurzerhand was. Wo sind sie denn jetzt da? Ach so, 22 Kilometer, ich war bei 2. Da wollen wir mal gucken. Der ist schon weg. Der ist auch erledigt. Der ist auch erledigt. Du bist ein Kaufmann. Bist schon ganz schön demoliert. Jetzt musste ich erstmal reparieren. So, was ich jetzt noch mache, das ist zu unserer Station zurück. Und wir werden da jetzt die 16 Piloten, die wir haben, die müssen wir erstmal versorgen, ne? Dass die eine Staffel kriegen. Transportmodus einstellen. Transportstation könnte für den Transport angedockt werden, aber man kann nicht mit ihnen zurück zu den Stationen. Es wird 10 Minuten dauern, fortfahren. Nein, das wollte ich auch nicht. Ich möchte gerne da rein. Dann möchte ich gerne bauen und wir wollen. Wo waren die Docks? Hangar wollen wir haben. Und der Hangar kommt oben oder unten hin. Sollten wir das gucken, dass wir das größer machen? So, das ist schon mal nicht schlecht. Zack, jetzt haben wir einen Hangar. Gehen wir ins I wieder rein. Und jetzt müssen wir mal gucken. Das Mechaniker. Einen dazu und läuft wieder, ne? So. Jetzt gehen wir hier raus aus dem Baumenü. Jetzt müsste man nur schaffen, dieses Dock zu betanken, ne? Ja, gute Sache. Ich sehe gerade schon, die Zeit ist wieder super fortgeschritten. Das heißt, wir müssen in der nächsten Runde schauen, dass wir dieses Dock da bearbeiten, dass wir da die Hangar bearbeiten, dass wir da was reinkriegen, dass wir da Flotte reinkriegen, die uns dann weiterhilft, ne? Aber das machen wir dann alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video lade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao!